Schau mal, Jess. Goldschar kann sprechen. Red nicht so ein Quatsch. Doch. Ein Blub von ihm ist ja, zwei Blub nein. Jane meint das auch. Pass auf. Ist Jane das hübscheste Mädchen, das wir kennen? Siehst du? Lass mich mal. Ist Jess der hübste Rapper aller Zeiten? Ich sag's ja, Fische können nicht sprechen. Der Herr Gouverneur wird jeden Moment da sein, Klondike. Der Gouverneur? Ja, und ich weiß, dass der Herr Gouverneur seine Großmutter verkauft für Cremeschnitten mit Rollmops. So, so, Cremeschnitten. Ja, und darum eilen Sie jetzt hinauf auf den Berg zu dem Schweizer Bäcker und besorgen ein Dutzend Cremeschnitten. Rollmöpse haben wir noch, aber seien Sie um Punkt 12 wieder da. Keine Sorge, Herr Major, Sie können sich auf mich verlassen. Dann sputen Sie sich, aber seien Sie auf der Hut vor dieser verflixten Maus, hören Sie? Die soll sich bloß nicht in meine Nähe wagen. Ach, ich weiß, was ich mit der mache, wenn ich sie erwische. Ja, ja, schon recht. Sie haben gelitten? Jawohl, ein Dutzend von Ihren Cremeschnitten, Herr Zuckerbäcker, aber besonders cremige. Sie sind nämlich für den Gouverneur. Aber, Mammut, wer wird denn? Soll denn der dämliche Kater wissen, dass wir hier auf ihn lauern? Wenn man sich das so überlegt, macht sich der Herr Major Gedanken, wo ich doch den Auftrag übernehme. Die soll sich nur blicken lassen. Die lege ich doch gleich in Ketten und hänge sie am Schwanz auf. Eins steht jedenfalls fest. Die grapscht mir nicht die Cremeschnitten an. So, da sind sie. 12 Cremeschnitten, besonders schnittig und cremig. Haben Sie vielen Dank und schreiben Sie es an. Jetzt muss ich mich aber sputen. Der Gouverneur kann je... Wieso? Warum? Was ist passiert? Du hast dich geschnitten. Mit deinen Cremeschnitten. Das ist doch... Ich weiß, was ich mit dir mache, wenn ich sie erwische. Wenn ich nur hier wegkäme. Ich bin hier festgefroren. Der arme Klondike. Er kommt nicht von der Stelle. Und jetzt machen wir uns mit unseren Cremeschnitten aus dem Staub. Vorwärts, Mammut. Gewusst wie? Fängst du nie. Na, warte nur. Ich drehe dich durch 17 Fleischwölfe. Ich schlage dich ungespitzt in den Boden. Und noch viel mehr, auch wenn ich sie nur erst erwischt habe. Jetzt, Maus, geht es dir an den Kragen. Oh, wie es scheint, ist der dämliche Kater doch gar nicht so dämlich, wie ich gedacht habe. So, gleich ist es soweit, gleich werde ich die... Hilfe! Hol mich doch jemand hier runter! Damit du siehst, dass ich nicht nachtragend bin, werde ich dir helfen. Du fängst das Ende vom Seil, das ich dir zuwerfe. Und das kleine Maschinchen hier holt dich dann runter. Dann mach nicht so viele Worte, her mit dem Seil! Ja, ja, ich hab's. Na wunderbar, dann kann ja mein Freund Mammut drehen. Was machst du denn da? Glückliche Reise und gute Landung, Katerchen. So, und nun unsere Cremeschnitten, Mammut. Darf ich um den nötigen Komfort zum Verzehr bitten? Ah, wenn sie nur halb so gut schmecken, wie sie aussehen. Njam, njam, njam. Oh, wir kennen Ihre Vorliebe für Cremeschnitten mit Rollmops. Mein Freund Klondike Cat muss jeden Moment damit da sein. Oh, dafür verkaufe ich meine Großmutter. Unsere Crememütter sind besonders gut, Herr Gouverneur. Wir kaufen sie bei einem Schweizer Bäcker hoch oben auf den Berg. Oh, ich habe schon eine Pfütze auf der Zunge. Aha, ich glaube, da höre ich Klondike Cat schon kommen.
alles, was recht ist, Major. Aber ein besonders guter Kellner ist er nicht. Nun ja, in diesem Punkt würde ich Ihnen beipflichten. Aber er ist der weltbeste Mäusefänger. Jawohl, Klondike Cat fängt immer seine Maus. Ist hier niemand? Na, das fängt ja gut an. Hab ihr Blumen! Ich bin die Maya! Diese kleine, freche, schlaue Maya. Wie das lustig wackelt, wenn man daran tippt. Maya! 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 Maya, wo bist du denn? Ja, ich komme, Fräulein Cassandra, ich bin gleich da! Biene Maya, täglich 17 Uhr, auf Junior.